Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 3 die 100 Baby Challenge. So, da die Mutter ein bisschen die Charisma sind. Sie möchte die Charisma-Fähigkeit voll haben und nicht nur ein bisschen, sondern voll. Darf jetzt ein bisschen noch reden üben vom Spiegel. Ich muss nur natürlich, wollen dann nachher die Kinder da noch rein ins Bad. Und dann müssen sie nicht da duschen, sondern da duschen. Dann müssen halt alle in die Dusche rein. Oder habe ich umgesetzt so? Nee, ich sonst habe ich keinen Spiegel. Rumhängen, außer dass beide halt im Bad hängen. Aber so ist das halt. Das wird schon klappen. Du hast Hunger, dass du den Muffin backen. Du bist Muffin gemacht, dann darfst du hier auch einmal aufs Klo gehen. Soll ich dann auch einen Muffin backen? Die Kleinen schlafen auf jeden Fall, aber die ist jetzt gleich wach. Gut, dann kannst du auf jeden Fall mal kuscheln, die haben beide verloren. So schön, die wechseln. Und wir dann? Boing, 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 boing. Dann rutscht die mal rechts entlang. Und dann müssen wir den Hotdog. Auch eine Möglichkeit. Wie sieht's denn aus mit den Hot Dogs? Wie viele sind noch da? Die machst du danach auch einen Teller. Der füttert da ein bisschen, sehr gut. Die ist auch gleich wach. Ja, okay. Warte mal noch kurz bis er rein. Das macht das ist nicht mehr ganz so gut gewesen. Okay. Nein, du wirst nicht auf dem Boden füttern. Du wirst da Waffeln essen. Danach darfst du auch die Toilette benutzen. Du solltest ja bis dahin bereit sein. Und dann haben wir schon alle vier Kinder unter einer Dusche durchgemacht. Jetzt war es natürlich mal alles einfacher. Jetzt wird alle durch ein Bad müssen. Aber jetzt haben wir schon dran, dass man wenigstens aufs Klo gehen kann und gleichzeitig jemanden waschen kann. Oder noch mal jemand vorbei. Heute ist der Tag. Häschen hüpf, Häschen hüpf. Hirsch hüpf, Hirsch hüpf. Ich dachte den Namen. Der Hirsch. Aber es ist einfach nur Hirsch. Der Kinder schläft immer noch. Und gerade weil er jemand geschrien hat. Den willst du noch nicht werfen. Das ist eine Geburtstagsparty, aber keine Geburtstagsparty. Xana macht den Abschluss. Nein, da. Noch ein Tag. Genau, sie wurde von Vigardi. Gut, dann machen wir das doch mal. Gibt genügend Punkte. 1000. Du solltest duschen gehen. Nein, du fütterst ihn nicht auf den Boden. Du machst da weiter. Ja, du darfst jetzt zwar dann nachher füttern, aber erst kuscheln, Brillen wechseln und dann auf den Boden füttern. Dann laufen bei Blumen, bis er halt mehr sprechen kann. Ich muss erstmal hochkommen. Zoro hat bald Geburtstag.
Sehr schön. Bravo, Nizzo. Magi. Wow. Ich bin draußen rum. Go, Buddy. Yay, 1,108. Oh, Chica, nee. Auch wenn das mehr wert ist als das. Aber so schön sieht das jetzt. Auch wieder auch damit, dass niemand belegt ist. Gleich ein weiteres großes Bild mal. Chabunubu. Aber wie wär's einfach mal mit Reden üben? Wie wurde, dass du deine Charisma-Fähigkeit perfektionierst? Auch wenn mit Lauf beibringen, geht alle zur Schule. Schule ruhen. Das höchstens dann beibringen und dann aus Tüpfchen geht. Sie ist auf jeden Fall eine Berühmtheit. Jammernd. Super freundlich. Allerbester Freund. Aber muss noch ein paar Witze erzählen. Wie viel hat sie schon erzählt? 42 lustige Witze. Sollte mir mehr Witze erzählen. Gut, dann bringe ich einfach mal kurz bei aus dem Töpfchen zu gehen, weil das muss er gleich. Abby Nervo turned off. Und danach kannst du weiter mit dem Töpfchen. Wer ist denn das? Bernhard de la Cruz. Schaut ihn euch an, den Kerl. Dann plauder doch mal mit ihm. Oh, was ist das? Essen für die Zukunft, sehr gut. Soll noch medik machen. Was ist denn die da noch? Charisma-Fähigkeit besser und so. Schaut euch den Kerl an, der sie jetzt annächst. Einfach nur genutzt. Wo schaut er nur hin? Glove, not in not. As a month. Mozigly? The dough. Mess of glass. Asna. Dog nu giga darg. Dem zagadu. Simagasa geek. Able to ka. Ansko dead. Blue blick. Miss. Lahafka do. And point is over. Saga keep. Saga? Zibet. Deswegen, komm mal, komm mal. Jess, love me. Turn glove. Deswegen, was ich dip lift. Ma, Dani. Das na. Als blaudern Prinzess. Trelarna. Das ist kein Kind. Keen. Manal. Florenji. Yasuni who? Prip. Zarni conk. Asim. Vidor. Da haben wir doch mal jemanden süßen kennengelernt. Ja, das ist ein Partik, Miss Jaga. Jack, Urchin, Ned. Steve. Das sind da einfach dann da. So richtig gut miteinander plaudern können. Yarchdaba, Hoop, Hurgle, Loopda, Pansy Go Bad, Bobby. Pause. Bernard de la Gruz. Wer ruft jetzt an? Nevi. Marty Keaton möchte wissen, ob meine Verbindung interessiert. Nein, Marty, nein. Denk dran, du möchtest deine Charisma-Fähigkeit perfektionieren. Da muss ein bisschen Fleiß dran.
Weil ich schließlich die Fähigkeiten sehr gut voranbringen. Und mal ist schließlich von voll. Jumo würde gerne zu Wickertfeld gehen. Ist das okay? Ja klar, Jumo ist okay. Warte mal, aber Wickert. Warte mal doch, war doch hier, Freund. Okay. Aber ja. Der möchte wahrscheinlich einfach nur so abschicken dann. Ist da wirklich so in Ordnung für meine Schwester? Gehen wir mal bei ihr vorbei. Wenn sie auf jeden Fall nach Hause geht. Aber auf jeden Fall könnte sie hier dann da die Pfütze da aufwischen, weil es ist ganz ordentlich. Ja, wisch mal die Pfütze auf, wie sieht es aus? Aber es ist nicht ganz so viel. Komm, kuschel doch einfach ein bisschen hier mit der Kralle an. Tib Lerny, twas in goof. Gajer Nenev. Welki Benzi Chibna Lubel. Bird Zebni Gwell. Sukta Plasnica. Welko Webmi. Navy. Ibler. Sign. Genda. Belokazi. Nash. Ja, so ganz viel Spaß in der auch nicht, aber dann kannst du hier dann was lehren und die Musik machen. Ist zu Hause. Ich mache den Muffin. Mal elegant aus. In dem Zimmer, da passt er doch sehr gut. Dann kannst du auch danach sogar reden. Wenn sie das da oben fertig hat. Okay, stell einfach dahin und probier es einfach nochmal. Oma von Backen einmal üben, den Muskel. Du meinst auch der Muskel? Alles schon fest, ich kann es sogar machen. So, der sieht mal ganz schön. Was besser aus? Das hat doch der andere Bruder gemacht. Vielleicht solltest du da auch Töpfchen benutzen. Welki Benzi Chibna. Luby. Nee, du hängst nicht ab. Du bleibst ein bisschen hier. Dann kannst du kurz hinsetzen. Zieh dir wieder der Alltagsoutfit an. Du gehst auf den Ohne aufs Töpfchen. Gib ihm die Ohren.
Wibby. Changadi. Dann kannst du Reste essen, Hotdogs. Und du musst ein Bett schlafen und du gehst danach auch schlafen. Und ihr kleiner Junge. Schlafen gehen und schlafen gehen. Also, die Kerl soll man vielleicht auch noch ins Kinderbett legen. Ups! Da war ja noch was. Das darf dann niemand durch. Und bitte hier. Ah, ich kann das Bett legen. Und hier ein Kinderbett legen. Und auch leeren. Und dann auch schlafen. Und dann sind alle versorgt. Bis dann. Tschüss.